Herzlich willkommen zu einem weiteren iPhone 6 Video hier bei businessgadgets.net. Dieses Mal zeigen wir euch das iPhone 6 in Verbindung mit einem Original Apple Case. In unserem Fall haben wir uns für das rote Leder Case entschieden und wollen euch mal zeigen, was neu an dem Gehäuse ist im Vergleich zu den bekannten iPhone 5S Cases und packen deswegen das Case nur einmal aus. So. Die bekannteste und auffälligste Neuerung im Vergleich zu den iPhone 5S Ledercases ist, dass hier unten komplett offen ist. Ich hole mal zum Vergleich mein iPhone 5 dazu. Wie ihr hier sehen könnt, waren lediglich Ausschnitte für einen Kopfhörer, fürs Mikrofon, für einen Lightning-Anschluss und für einen Lautsprecher. Bei dem neuen Ledercase ist hier unten komplett offen. Ansonsten ja alles wie gehabt. Aussparung für die Lautstärkentasten, den Silent-Button, die Kamera und den Power-Button hier. Fassen wir mal das Gerät in das Case ein. Empfehlenswert hierbei ist, so würde ich euch den Tipp geben, drückt das Handy von oben fest. Das heißt, fangt oben an und geht dann weiter nach unten, weil dann ist es am einfachsten, das Case festzumachen. So sieht eigentlich, ist ein schöner Kontrast zwischen der komplett schwarzen Front und der roten Farbe, aber das sollte eigentlich jeder für sich selber wissen. Hat euch dieses Video gefallen? Dann gebt dem Ganzen einen Daumen hoch und abonniert doch bitte unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.